Ey, bis ich das Ding jetzt gefunden hatte. So, übernehmen wir dich mal wieder. Ich habe hier keine Ahnung, wie ich da das Ding jetzt aufbekomme. Aus der Bahn! Ich habe eine Pfanne, ich darf das. Wie hoch kann der eigentlich springen? Das sieht man jetzt nicht übermäßig hoch. Ist ja schon wieder gespawnt. Okay, da geht's nicht weiter hoch. Jetzt hier will was drunter sein. Yep. Ein Hebel, ein Hebel. Machen wir den Hebel rund. Zack, zack, zack. Damit wir an unseren Mond können. Jetzt schnapp ich mir aber den Kollegen gerade nochmal hier. So. Weil nicht, dass wir da was versteckt haben. Haha! Lila Münzen! Alles kaputt! Alles kaputt! Ja, jeder muss mal ein bisschen eskalieren. So. Und gefunden. Unter den Käsefelsen. Und es blubbert und es taucht eine Plattform auf. Yay! So, Topf auf dem Vulkan. Tauch ein. Also wir kommen unserem Schlemmer-Eintopf näher und da haben wir auch schon Multimond. Der fliegt da einfach so rum. Ich habe eigentlich erwartet, dass es einen Bossfight gibt. So, warum habe ich jetzt euch hier? Dann freuen wir erstmal den Kollegen hier. Es gibt hier bestimmt noch einiges zu erkunden. Zack, 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 zack. Aber da komme ich nicht so einfach rum. Darüber sollte eigentlich reichen. Perfekt. Wie geplant. Weil hier haben wir noch einiges zu. Zack, zack. 54, 55, 56 und 57 und 58. Und hier haben wir noch eine Notenjagd. Wo müssen wir lang? Da. Ja, geil. Und Notenjagd im Lavabad. So, was hast du? Ich bin hier um die Reise. Ich hab's zu zerreben. Ich bin hier, um die Risse im Boden zu reparieren. Aber wie es der Zufall so will, ich habe Höhenangst und traue mich nicht weiter. Ich wünschte, mir würde jemand die Arbeit abnehmen. Ja, gut. Mario, dein Freund und Helfer? Hallo? Das wird einfach. Das ist, glaube ich, alles Paprika, oder? Wird einfach Paprika nach einem geworfen. Ah, okay. Gemälde. Da kümmern wir uns gleich drum. Erstmal machen wir alle Risse platt. Aber dann spuckt der einen Mond aus. So. Alle Risse sind repariert. Und ab ins Gemälde. Und da oben haben wir noch eine Pixelröhre. Auch schön. Aber ab geht's.
Mutzi. Pilzkönigreich, Pilzpalast. Was für ein schöner Ort. Ja. Yoshi, was? Yoshis Haus? Wo? Haben auf jeden Fall einen Stern. Schön, aber dann schon mal Ausblick. Weil das ist definitiv ein Level, was wir noch nicht hatten. Das wird noch kommen. Toads. Und Peach Schloss. Ich vermute jetzt mal als letztes Level. Da gibt es noch einiges zu holen. Jetzt gucken wir erstmal, wie wir da hochkommen. Hä? Habe ich gerade was gehört? So, zack. Dann richtig springen. So. Einmal für dich. Geh einfach zum Filz, zum Pilzpalast. Erstmal fand ich jetzt die Anlehnung schön. Ach, die Paumonde können auch sternförmig sein. Na dann. Ich fand die Anlehnung gerade richtig schön. Das war gerade so richtig Super Mario 64. Passiert jetzt was, wenn ich mich da abstürzen lasse? Okay. Es passiert was. Ich verbrenne mir den Hintern. Sonst hat's ja nichts. Ich würde jetzt hier eigentlich echt gern weitermachen. Aber schon mal Vorausblick. Das erwartet uns in Zukunft. So ein richtig schönes Level, was an Super Mario 64 anlehnt. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber wie gesagt, Zukunftsmusik. Erstmal geht's hier weiter. Die Risse haben wir ja dicht gemacht. Pixelröhre. Oh Gott. Hammerbröder? Nee, Paprika macht uns nichts. Oh Gott. Springt hoch. Ey, diese Paprika-Dinger irritieren einen aber auch. Das war jetzt. Ah, das war jetzt quasi. Mit ein bisschen Risiko. Ich krieg's grad nicht hin, da hoch zu springen. Na gut, dann holen wir sie halt von da unten. So. Aber dann. Okay, dann geht's jetzt da unten weiter. Git. Jetzt kommt die Feuerwelle von oben. Und ein Mond unter dem rollenden Gemüse. Wow. Boah, das war knapp. So, dann haben wir hier soweit alles erledigt. Weiter geht's. Was ist hier? Eine weitere Türe, die nur mit dem Strom an aufgeht. Das heißt, wir müssen hier jetzt ohne Cappy klarkommen. Oh Gott. Okay. Jo. War ich zu stürmisch. Warte, ich gleich wieder reingesetzt, bitte. Ja. So, jetzt warte ich gerade, bis das gerade ist. So. 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 Können wir runterkommen? Nein. Ja, was mit dem Rücken? Was? Achso. Mist. Verpatzt.
gleich nochmal probieren. So, jetzt. Ach komm! Kletter doch nicht hoch! Nein! Meine Note verpasst. Jetzt. Ach, jetzt hat er's. Jetzt. So, hoch und Mond. Notenjagd-Drehwurm. Ja, den habe ich fast bekommen. Jetzt müssen wir erstmal hier weiterkommen. Ja, hoffe ich, da zu jagen. Jetzt ganz von vorne anfangen. Ja. So. Nein, nein, nein. Ah! Mahlzeit, Grubi. Kommst genau im passenden Moment, ich verkack's grad. So, so. Ist sowieso das absolut passende Thema gerade mit Mahlzeit. Wenn wir gerade im Schlemmerland sind. So, vielleicht sollte ich es einmal mit ein bisschen mehr Ruhe machen. Den ersten Teil schaffe ich ja ohne Probleme. Der zweite Teil ist mein Problem. Ja, nur wenn ich mich ein bisschen mehr Ruhe machen will, dann kommt mir der Kollege da in die Quere. So. 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 Wow. Nächster Versuch. Das kriegen wir doch jetzt hin. Ultra fies! Egal, Hauptsache drüber. Hauptsache drüber. Scheiß auf die Münzen. Oh Gott, mit Trevor mein Ziel. Ja. Das war jetzt ein bisschen knifflig. Kommen wir wieder zurück. Haben wir dann alles? Die Noten haben wir. Hier wollten wir eigentlich hin. Du wirst nach mir? Moment. Moment. Nee, sowas nicht geplant. Wir sind jetzt Kollege Pfannenwerfer. Erstmal hoch. Ne, stopp, da müssen wir lang. Da geht's lang. Da war noch eine Tür. Was ist da hinten noch? Okay, da brauchen wir Kollege Pfannenwerfer gleich nochmal. I.
Lalalala. Das Ding kriegt ein bisschen einen Trall, wenn man dort zu schwungvoll rangeht. Zack. Zack. Okay. Verstehe. Ich verstehe. Die Plattform kommt zurück. Da muss man genau auf den Schatten achten. So. Und so. Und dann würde ich mich gerne wieder an den Kollegen verwandeln. So. So und so. Ist hier oben? Ja, da ist ein Mond. Da ist ein Mond. Endlich eine Mordansicht. Ja, Kobi. Die Münzen können mir gestohlen bleiben. Nur die Lilanen. Zack, 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 zack. Das ist fies. Voll verfehlt. Was ist denn gerade los? Ich will es mal eigentlich die ganze Zeit verkneifen zu sagen, ja, vielleicht zieht der Schwierigkeitsgrad jetzt an. Weil noch einmal schiehe ich dann wieder irgendwie durch. Das war jetzt wieder knapp genug. Das sollte eigentlich auch gehen, wenn ich von da springe. So, die Münzen nehmen wir jetzt mal mit. Aber ich denke, ihr habt es jetzt auch schon wieder gesehen. Dass man hier mal kurz drauf geht, macht in dem Spiel echt gar nichts. Weil die 10 Münzen, die man verliert, die hat man so schnell wieder. Ja, hi Kane. Noch einer da. Cool. Typisch, Andi fehlt und plötzlich sind die Leute da. So, wow. Auf deine Pfanne nach mir zu werfen. Komm lieber her. So. Eieiei. Hey. So. Was ist das damit jetzt auf sich? Ah! Oh! Wo kommt die rein? Das muss ich jetzt erstmal kapieren. Wo kommt die hin? Wofür ist die gut? Ja, ich weiß, ich kann weiterwerfen, aber die muss doch für irgendwas gut sein. Muss ich die irgendwo anpflanzen? Muss ich die auf den Gegner werfen? Weg ist sie! Na gut, der Moment, wo ich die gebrauchen kann, wird bestimmt noch kommen. Gehen wir mal den Berg weiter hoch. Mit dir. So. Und hoch, und hoch.
hier noch irgendwas? Eine Fahne. Wir haben das Fleisch erreicht. Das sich hier im Salz ist. Ah, jetzt können wir das Fleisch uns in das Fleisch verwandeln. Und das Fleisch. Ein Fleisch mit Schnurrbart. Fleischbrock. Oh Mann. Und natürlich hat uns jetzt der komische, besoffene Vogel erkannt. Ey, weh, du kackst jetzt auf mich. Dann kack ich zurück. Das Problem ist nur, ich glaube, der Topf ist ziemlich heiß. Soll ich da jetzt vorher raus? Okay, ich geh von selbst raus. Ah, ist das kein Endbossfight? Ist das jetzt wirklich kein Endbossfight? Muss ich jetzt einfach nur zu dem Multimond hoch? Ich hätte mich jetzt eigentlich schon gefreut, da den komischen Vogel platt zu machen. Ja, scheinbar nicht. Multimond. Also ein bisschen bin ich jetzt schon enttäuscht. Top auf dem Vulkan, tauch ein. Ja, was ist jetzt mit dir, du komischer Vogel? Jetzt bläst er mich runter, oder wie? Hör auf, dein Topf wird kalt. Oder explodiert, ne? Okay. Der Vulkan ist ausgebrochen. Den Magma fall hinauf. Muss ich den ganzen Weg wieder hoch, oder wie? Wahnsinn! Bis hierher geschleudert? Das ist mal ein Vulkan mit richtig schlechter Laune. Krass, der Vulkan spuckt immer noch Lava. Und ich bin wieder...